Was hier so blitzt und knistert, ist gar nicht ohne. Bis zu 50.000 Volt, also Hochspannung, bahnt sich da gerade ihren Weg. Das Erzeugen solcher Gleitentladungen ist ein klassischer Versuch im Labor für Hochspannungstechnik. Wer erneuerbare Energien studieren will, kommt daran nicht vorbei. Einmal im Jahr öffnet die Hochschule Coburg deshalb ihre Türen für alle, die sich für ein Studium interessieren. Gut 900 Besucher waren dieses Mal bei den Schnuppertagen unterwegs. Die Schnuppertage sind mal ins Leben gerufen worden, um Studierenden oder Studieninteressenten eher zu zeigen, wie das so funktioniert mit dem Studium. Also einfach, dass sie sich mal einen Einblick holen können, mal eine Vorlesung setzen können, sich auch mal mit Studierenden austauschen können und vielleicht auch mal das eine oder andere Labor oder auch mal eine Werkstatt angucken können, um es einfach mal greifbarer zu machen. Was ist denn das da eigentlich, was ich studieren möchte? Und wir haben es extra in die Osterferien gelegt, weil wir gesagt haben, so können auch die Interessenten, die vielleicht in der 12. Klasse sind und kurz vorm Abi, trotzdem kommen, weil sie dann auch keinen Tag verpassen in der Schule. Unsere erste Station ist das Labor für Mikrocomputer. Diese kleinen Roboter sind so programmiert, dass sie Hindernisse umfahren. Mit Ultraschallsensoren messen sie, ob sich ein Gegenstand oder eine Wand nähert und drehen dann um. Eine Technik, die zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos eine Rolle spielt. Weiter geht's zur nächsten Veranstaltung. 6. Semester Betriebswirtschaft, Vertiefung, Marketing und Vertrieb. Im Kurs erklärt Professor Roland Hertrich das Kaufverhalten von Konsumenten und Organisationen. Wir sind jetzt gestern 8 Stunden aus Schleswig-Holstein hergekommen. Warum so weit bis hierher gefahren? Also der erste Eindruck der Uni war auf der Website ganz gut. Also bei allen anderen war es irgendwie ein bisschen schwammig alles. Und ja, ich dachte mal, ganz weit weg ist auch schön. Kann man da schon so einen ersten Eindruck bekommen? Oder bist du jetzt erst noch mal ein bisschen überfordert von dem, was du heute alles gehört hast? Ja, ich sag mal so, es war schon sehr trocken vom Stoff her, aber ich glaube, damit muss man eigentlich rechnen. Ja, wir waren halt erst so bei der Einführungsveranstaltung, welcher Studiengang und also halt für soziale Arbeit, da wurde der erklärt, dann noch internationale soziale Arbeit und jetzt wäre gerade eine Vorlesung gewesen, ob wir uns jetzt einen Kaffee geholt und zu Ernest dann die nächste Vorlesung an. Also erstmal die internationale Office und so und dann müssen wir mal schauen. Wir orientieren uns hier gerade genau. Mal ein bisschen, haben noch gar keine Ahnung. Okay, und warum sucht ihr das International Office? Also ich bin Ausländer und ich will mal einfach mal fragen, wie kann ich mich bewerben und welche Unterlagen benötige ich oder so. Genau. Das. Okay, super. Ja, dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Ja, okay. Für die Eltern von Studieninteressierten gibt es ein eigenes Programm. Dort können sie sich informieren, wie ein duales Studium funktioniert, welche Unterstützung die Hochschule bietet und was man als Mama oder Papa sonst noch wissen will. Wann sie sich bewerben können, wie die Schule hier ausschaut, wie die Plätze vergeben werden und wie ich das alles stemmen kann. Am Nachmittag geht es für die Besucher noch weiter. Auch eine Stadtführung durch Coburg können sie mitmachen. Wir haben für heute schon viel gesehen und machen jetzt erstmal Schluss.